Im idyllischen Vilstal zwischen Ulm und Wendlingen baut die Deutsche Bahn die Vilstalbrücke. Sie zählt als verbindendes Element der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm zum Bahnprojekt Stuttgart-Ulm und liegt im Herzen der Magistrale für Europa, die sich von Frankreich bis Ungarn erstreckt. Im Jahr 2017 sieht man, wie die ersten der 10 Brückenpfeiler gebaut werden. Wir schauen in diesem Zeitrafferfilm vom Portal des Bosler-Tunnels auf die A8 und das Portal des Steinbühl-Tunnels. Zuerst entsteht auf der rechten Seite eines der Widerlager. Neben den Brückenpfeilern werden stählerne Hilfsstützen errichtet. Diese ermöglichen, dass die Arbeiten mit einer Vorschubrüstung ausgeführt werden können. Nachdem die Vorschubrüstung aufgebaut ist, wird sie Abschnitt um Abschnitt vorgeschoben. So kann Schritt für Schritt die erste der beiden Spannbetonbrücken betoniert werden. Anfang 2020 hat der Brückenteil in Fahrtrichtung Ulm die andere Talseite erreicht. Während auf der linken Seite nun mit dem Bau des Brückenteils in Fahrtrichtung Stuttgart begonnen wird, sehen wir auf der rechten Seite, wie eines der beiden Tunnelportale entsteht. Im Juli 2021 ist der Brückenschlag geschafft. In Fahrtrichtung Ulm stehen die Oberleitungsmasten bereits und der Fahrdraht kann gezogen werden. In Fahrtrichtung Stuttgart wird die feste Fahrbahn betoniert. Darauf werden die Gleise verlegt und der Fahrdraht gezogen. Nun ist die Brücke voll funktionsfähig. Mit ihren Y-förmigen, schlanken Hauptpfeilern und einer Höhe von 85 Metern türmt sich die neue Brücke imposant, aber dennoch filigran, über dem Vilstal auf. Vom nahezu unbebauten Tal bis zur fertigen Brücke binnen 5 Jahren. Vom 11. Dezember an sind Reisende zwischen Stuttgart und Ulm dank der neuen Schnellfahrstrecke rund 15 Minuten schneller unterwegs und können dabei auch kurz die Aussicht über das Vilstal genießen.